Hallo Leute, willkommen bei Aufstieg der Kartoffel, einem LS19 Mini-Let's Play mit dem Grimme-DLC auf der Karte Merlot. Werden wir dem Pleitegeier entkommen und schaffen wir es, einen profitablen Kartoffelhof aufzubauen? Dies ist Teil 1. Tja, Leute, es hat geklappt. Vielleicht habt ihr ja schon das letzte Video angeschaut, wo ich von meinem Hof berichte, meinem Kartoffelhof. Ja, und da habe ich euch erzählt, ich hätte Lotto gespielt und hoffe auf einen Lottogewinn. Und siehe da, ihr habt gut die Daumen gedrückt. Ich danke euch sehr. Ich habe tatsächlich im Lotto gewonnen. 230.000 Euro. Nun gut, es ist nicht die Million, die man sich so erhofft, aber fast eine Viertelmillion. Und der Inhaber vom Landmaschinenhandel hat mir ja gesagt, die kriegen da tolle Maschinen rein für die Kartoffelernte. Also Sachen, mit denen man sehr viel effektiver ernten kann als hiermit. Und ich brauche ja auch eine neue Kartoffellegemaschine, denn die alte ist ja kaputt gegangen. Und einen Grubber brauche ich auch. Der ist total durchgerostet gewesen, da musste ich ihn wegschmeißen. Also, ich brauche jetzt jede Menge Geräte. Oh. Den sollte ich nochmal unterstellen. Mein altes Gerätchen. Und dann kann ich jetzt richtig gut investieren gehen. Das finde ich eine super Sache. Ja, hier könnt ihr nochmal meinen Hof sehen. Den habe ich euch ja im letzten Video schon vorgestellt. Es war mal ein prachtvoller Hof. Meine Vorväter waren stolz auf diesen Hof. Und ja, was will ich sagen? Also schon in meiner Elterngeneration war der Hof nicht mehr so, wie er vorher mal war, sondern nur noch ein trauriger Abklatsch. Wir hatten mal jede Menge Kühe. Da, der Kuhstall ist abgebrannt. Und jo, also nicht nur, dass es irgendwie schlecht gelaufen ist, sondern wir waren auch noch, beziehungsweise ich war auch noch vom Pech verfolgt. Gut, meine Eltern auch schon. Läuft schon lange nicht mehr so toll. Das Einzige, was mir jetzt hier noch geblieben ist, ist der Kartoffelanbau. Ich hoffe, dass ich das Ding hier irgendwie... Nein, das kriege ich nicht rückwärts eingeparkt. So. Versuche ich es mal hier irgendwie. So abzustellen. Weil es hat mir ja treue Dienste geleistet. Es war zwar immer mühsam, die Kartoffeln damit zu ernten, aber es ist ein feines Gerät. Klein, alt. Ja, und jetzt bin ich froh, dass ich ein anderes kriege. Und jetzt fahren wir gleich mal zum Landmaschinenhändler und gehen ganz groß einkaufen. So. Und ich hoffe, dass wir dann wieder besser vorankommen, bessere Geschäfte machen, schneller arbeiten können, mehr verdienen. Vielleicht kann ich dann auch wieder ein paar Felder dazu kaufen, denn wir haben nur noch zwei popliche Felder. Ja, wie gesagt, keine Kühe mehr, keine Schweine mehr. Der Schweinestall ist durchkorrodiert. Aber erst als die letzten Schweine weg waren, so war es auch mit dem Kuhstall, da sind keine Kühe verbrannt, sondern die waren schon lange ausgezogen, als der abgebrannt ist. Aber ich bin zuversichtlich, dass es wieder aufwärts geht. So, stellen wir gleich mal hier den Trecker ab. Und dann gehen wir hier mal zum Shop. Hier auf dieses Skelett ist unser Dorf sehr stolz, der ganze Stolz unserer kleinen Küsten-Mini-Stadt. Eigentlich ist es ein Dorf. So,
jetzt gehen wir hier aber mal einkaufen. Jawohl. Und zwar, ich habe mir eine ganze Liste gemacht. Und ich werde noch nicht gleich alles kaufen, was ich eventuell brauchen könnte. Dann haben wir vielleicht auch noch ein paar Euro übrig. Aber das meiste werde ich jetzt gleich mal einkaufen. Ich fange mal am Anfang an. Das ist jetzt hier nichts Tolles, Modernes, aber ein Grubber muss einfach sein. Da führt kein Weg dran vorbei. Also kaufen wir hier diesen preiswerten Grubber. Ja, ihr denkt euch, jetzt kann ich mir Luxusgeräte kaufen. Na, leider nicht mit 230.000 Euro. Wenn man so viele Geräte braucht wie ich, muss man auch bescheiden bleiben. So, darum kaufen wir hier den allerbilligsten Grubber, den sie haben. Und was ich mir aber gönnen möchte, natürlich gebraucht, ist ein etwas stärkerer Traktor. Und zwar hier so ein Case, aber in gebraucht. Denn für neuen Trecker würde es nicht reichen. Hier. Soll noch gut in Schuss sein, hat er gesagt. Und wenn ich einen Aufpreis zahle, kann ich ihn sogar in einem kräftigen Rot lackieren lassen. Ich denke mal, das mache ich. Denn auch meine Kartoffelerntegeräte werden in einem kräftigen Rot sein. Und ich will die stärksten PS, die er zu bieten hat. Ja, das kostet zwar mehr als mit schwächeren PS, aber so will ich ihn haben. Gut. Das ist jetzt natürlich auch kein Grimme-Gerät. Die kommen erst noch. Ich sag's euch, wenn's soweit ist. Dann brauche ich auch noch dringend einen Düngerstreuer. Hatte ich noch nie. Und darum hatten wir auch immer so schlechte Erträge. Hier. Da nehme ich mir einen einfachen, schlichten Düngerstreuer. Und dann muss ich natürlich auch gleich noch Dünger kaufen. So. Ja, geht auch gleich wieder 2000 Öcken weg. Aber ich denke mal, das wird sich schnell auszahlen. So. Und jetzt geht es los mit den Spezialangeboten von Grimme. Da brauchen wir einen Striegel. Fürs Unkraut natürlich. Gut, hier gibt es den in ganz schmal, mittel und super breit. Ich denke mal, ich gehe hier den Mittelweg. Okay, so. Sieht ähnlich aus wie ein Grubber, aber ist ein Striegel gegens Unkraut. Und hier kann man eine Konfiguration machen. Oh, mit Walze. Na, das gönnen wir uns. Da wären bestimmt diese Kartoffeldämme besser gemacht. Das wollen wir doch haben. Also. Gut. Jetzt geht's weiter. Eine Kartoffellegemaschine. Ganz, ganz wichtig. Denn ich habe ja keine mehr. Und ohne Kartoffellegemaschine geht gar nichts. Hier so eine große. Nee, kostet ja gleich 100.000 Euro. Nee, ich will hier was Kleineres. Hier, sowas in der Art. Die sind auch von dem neuen Angebot offenbar. Und die hier hat keinen Dünger, keine Düngerfunktion. Die scheint, mal gucken, Breite 1,5. Ja, ist beides 1,5 Meter. Aber die hier hat anscheinend eine Düngerfunktion dabei. Das ist gut. Dann kann ich direkt beim Kartoffellegen düngen und dann vielleicht später nochmal nach. Und dann ist der Boden kräftig gedüngt. Wisst ihr bestimmt, Kartoffeln sind Starkzehrer. Irgendwo muss der Boden ja die Kraft hernehmen, um die dicken Knollen zu produzieren. Und hier kann man auch konfigurieren. Legemaschine. Ja, so will ich das haben. Kaufen. Und dann kaufe ich hier gleich noch Saatgut dazu. Später kann ich dann da einfach meine Kartoffeln reinschmeißen.
So, aber so, oh, brauche ich nicht. Ich hab ja Kartoffeln. Kommando zurück. Aber noch mehr Dünger brauche ich. Für diese Maschine. Okay, gut. Jetzt kommt die Erntemaschine. Jawohl. Dim, 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 Erntemaschine, Kartoffeltechnik. Also da gibt es hier auch die ganz großen, tollen. Hier, sowas. Gilt als klein, habe ich gehört. Aber ist natürlich viel zu teuer. Und der hier ist auch zu teuer. Und mir schwebte eher sowas hier vor. Die legen auch die Kartoffeln erstmal auf eine Schwart, dann können die schön abtrocknen. Und wenn man sie dann einsammelt, sind sie gleich schön sauber. Und zum Einsammeln habe ich ja schon dieses neue Gerät angeschafft. Und also dieses hier ist klein und legt in der Mitte ab, das legt an der Seite ab und dieses hier ist alles noch mal etwas toller, kostet aber auch mehr. Ich denke, ich nehme dieses einfache, weil das scheint mir ganz gut. 8 Kilometer, 15 Stundenkilometer. Damit kann man aber schnell ernten. Ich disponiere um. Da braucht man dann 150 PS. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Aber mein neuer Trecker hat ja über 200 PS. Also, nehmen wir mal die da. Das wird jetzt auch mehr kosten, als ich eingeplant habe. Dann werde ich vielleicht bei den Anhängern Abstriche machen. Oh, Anlieferplatz blockiert. Na, dann gehen wir mal gucken. Dabei brauche ich die hier am dringendsten. So. Dann kann ich hier ja gleich mal. Ah ja, ich sehe schon, warum das blockiert ist. Dann nehme ich mal. Eine der Dünger, ja, nehme ich einfach mal hier diesen Düngerstreuer und lasse da auch schon den Dünger reingehen. So. Gut. Mal gucken. Ah, sehr gut. Und dann fahren wir hier schon mal aus dem Weg. Komm, vorwärts, vorwärts. Ja, geht gerade so. Ja, ist ein bisschen zu leicht. Schaffst du das? Ja, das wird knapp. Da muss ich dann, wo auch wenn ich das benutze, einen anderen Trecker für nehmen. Aber ich habe hier auch noch meinen Fendt. Der ist ja auch nicht schlecht. So, jetzt geht's weiter, hoffentlich. Meine Erntemaschine. Da. Ist mir das. Ah, nein, nein, nein. Die wollte ich ja nicht. Sondern ich wollte die, weil die schneller ist. Und da die mehr kostet, als ich eingeplant habe, muss ich dann bei den Anhängern Abstriche machen. So. Jetzt gucken wir mal. Jawohl, da steht sie. Dann nehmen wir jetzt gleich den Case-Tracker. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, so im Schatten sieht man ein bisschen, dass es ein Gebrauchtgerät ist. Aber im Großen und Ganzen finde ich ihn ziemlich schnieke. Ist bestimmt öfter kaputt als ein neues Gerät, aber ja. Wer Landwirtschaft betreiben will, braucht einen großen Lottogewinn, um mit Neugeräten zu arbeiten. Und immerhin ist diese Erntemaschine jetzt ja ein Neugerät. So, na eigentlich hätte ich das Ganze ja mal.
schön aufgereiht zeigen können. Aber es ist ja gar nicht genug Platz für alles. Dann würde ich sagen, ich fahre jetzt mal damit nach Hause. So. Beziehungsweise auf mein Feld. Ach, ist das nicht prachtvoll? So, hier ist schon geerntet. Das muss ich dann auch noch einsammeln. Machen wir einfach mal hier weiter. So. Jetzt werden wir ja gleich sehen, unser Prachtexemplar. Gut. Einschalten. Absinken. Dass du hier ja brav arbeitest. Ja. Ja, ja. Guck doch mal, das sieht doch prima aus. Super. Sehr schön. Wunderbar. Da lasse ich jetzt mal einen der Helfer aus dem Dorf weiterarbeiten. Denn Helfer habe ich hier genug. Ja, schaffst du das? Die anderen Bauern hier im Dorf kriegen es nämlich auch nicht besser hin und die Kinder der anderen Bauern erst recht nicht. Und ja, viele darben vor sich hin und sind froh, wenn man ihnen ein bisschen Arbeit gibt. Gut, und ich kann mich dann weiter meinem Einkauf widmen. Vielleicht fahre ich nochmal mit dem zum Laden. So. Kleinen Hänger haben wir ja schon. Ja, ich denke mal, dann werde ich noch einen gebrauchten Anhänger kaufen. Und einsammeln werde ich die Kartoffeln ja sowieso mit diesem hier. Das ist dann im Prinzip nur, den Hänger brauche ich für den Transport vom Lager zum Verkauf oder so. Ja, ist die Frage, brauche ich überhaupt noch einen Zusatzhänger? Wahrscheinlich schon. Denn Kartoffeln sind immer größere Mengen. Gut. Oh, und ich bräuchte hier auch ein Putzgerät. Also ein Kercher. Müssen wir mal schauen, ob der noch drin ist. So. Gut. Ich denke mal, ich kann hier noch weiter kaufen. Ja, aber ich sehe schon, wahrscheinlich wird das nicht alles hinpassen. Wobei die Förderbänder, die können wir dann ja auch demnächst mal kaufen. Kann ich euch mal zeigen, was ich da so vorhab? Damit ihr schon mal wisst, was so auf uns zukommt. Also, hier zum Beispiel so ein selbstfahrendes Förderband. Das brauchen wir ja auch erst, wenn die Kartoffeln dann schon in der Halle liegen. Und hier, damit kann man Kartoffeln in Kisten umfüllen. Und das ist so ein Zwischenteil. Und ich will jetzt aber einen Anhänger kaufen. Einen gebrauchten... Ja, ich dachte, einen gebrauchten Agroliner am liebsten. Da gibt es preiswert gebrauchten Agroliner. Sehr schön. Dann gucke ich mal farbtechnisch. Ja, gibt es ein Grimme-Rot? Nein. Dann nehmen wir ein Case-Rot. Das ist ziemlich ähnlich. Und die Farbe vom Verdeck nehmen wir auch in Rot. Oder eigentlich ist so Gelb ganz hübsch. Und die Felgenfarbe kann man ruhig in Weiß lassen.
Ich finde, das passt gut zu meinen Sachen. Und den Hänge, auf den ich verzichte, den zeige ich euch auch mal. Das wäre nämlich dieser hier gewesen. Ein Grimme-Kartoffelanhänger. Ganz schick, der hier so eine spezielle Öffnung hat, wo die Kartoffeln ganz schonend ausgeladen werden, also ganz raffiniert. Kostet aber 32.600. Vielleicht kann ich mir den ja dann leisten, wenn ich noch reicher bin. Oder dann gleich ganz den hier mit 35.000 Liter. Da, ein super Geschoss. Aber da muss man dann auf unseren kleinen Straßen auch erstmal mit navigieren können. Weil das ist ja schon ein ziemlich langer Hänger. Gut. Ja, die Förderbänder, die gibt es dann ein andermal. Das heißt, jetzt haben wir noch ziemlich viel Geld übrig und das ist auch gut so. Denn ich möchte noch eine kleine Halle für die Kartoffeln hinstellen, damit ich die auch unterbringen kann. So. Und der Kercher. Der muss sein. So. Ja, da kann ich dann später noch mal hier zum Biergarten gehen und den anderen Dorfbewohnern erzählen von meinen tollen Grimme-Geräten. So, ich denke mal, den Hänger stelle ich im Hof unter. Stelle ich ihn einfach mal hier hin. Zack, zack. Da steht er gut. Die Halle ist natürlich auch nicht mehr schön. So. Jetzt ist die Frage, wo packe ich am besten meinen Kercher hin? Vielleicht hier an die Ecke. Da fährt man sowieso oft vorbei. So. Ups. So. Möglichst unauffällig ins Gebüsch. Jawohl. Und dann steigen wir gleich mal aus und putzen den armen Trecker. Ist eigentlich ein schönes Gerät. Zuverlässig, altehrwürdig, schon etwas abgeschabt. Ah, und wenn ihr euch fragt, wo ich die ganzen Gebrauchtfahrzeuge her habe, die habe ich gemoddet und die könnt ihr euch auf meiner Webseite runterladen. Das ist omatanaspielt.de. Und leider gibt es die aber nur für PC und Mac. Weil der Mod-Hub nimmt meine Gebrauchtfahrzeuge nicht an und damit man einen Mod auf Konsole haben kann, muss das im Mod-Hub sein. Ja, ich habe es versucht und zu meinem großen Bedauern wurde das nicht angenommen. So, holen wir noch mal ein anderes Gerät ab, bis wir dann alles auf dem Hof haben. Dann gucke ich auch mal, was der Helfer so macht. Ja, weil die hier alle nichts zu tun haben und von Arbeitslosenhilfe und so leben. Ah, da bleibt noch Dünger liegen. Tja, den müsste ich irgendwie mitnehmen können.
Naja, bei Gelegenheit mal. Wahrscheinlich werde ich irgendwann auch mal einen. Ja, was heißt irgendwann? Ich brauche sowas wie einen Gabelstapler oder einen. Naja, im Zweifelsfall einen Frontlader. Da habe ich einen Frontladeanschluss. Ich kaufe mir mal schnell noch einen Frontlader mit Palettengabel und später vielleicht auch mal mit Schaufel, um verirrte Kartoffeln einsammeln zu können. Denn ein extra Gabelstapler ist wohl erstmal zu teuer. So, der ist für über 150 PS. Dann nehme ich den hier. Und den nehmen wir auch in schick leuchtend rot. Und eine Palettengabel. Und bei Gelegenheit gibt es dann auch mal die Schaufel. So. Und dann haben wir auch gleich ein Gegengewicht. So. Dann sollte ich auch gleich mal nach meinem anderen Kartoffelfeld gucken. Denn das ist in einer anderen Wachstumsphase. So. So, hier brauchen wir eine Halle. Ich denke mal, die wäre geeignet. Ich meine, Hallen habe ich ja jede Menge. Nichts Schönes, aber viel. So. So, da kommt jetzt die Legemaschine hin. Die müssen wir dann mit Kartoffeln füllen. So. Aber erst, wenn ich wieder sehen muss, also neue Kartoffeln legen muss. So, hier kommt die Palettengabel hin. Okay. Jetzt schauen wir hier noch mal. Ah, guckt euch doch diese prachtvolle Ernte an. Und wie bequem das geht. Mit dem kleinen Lanz sind die immer nicht klargekommen, die Helfer. Aber hier mit dem, das geht doch jetzt wie am Schnürchen. Und schnell, 15 Stundenkilometer. Ich bin froh, dass ich die Mehrkosten investiert habe. Und soweit ich weiß, ist dieses Gerät auch besonders schonend zu den Kartoffeln. Das ist doch auch noch mal toll. Und wie schnell hier geerntet wird. So, da lohnen sich die paar tausend Euro mehr wirklich. So. Tja, mal gucken, ob er hier gegen die Tür fährt. Nein, das macht er bravourös. Brav. Sie macht das bravourös. Tja. Ja, Frauen im Trecker, sage ich immer, haben einfach ein besonderes Feingefühl. Jetzt fahren wir hier noch mit, bis wir am anderen Ende sind und dann hüpfen wir raus und gucken noch kurz nach unserem anderen Feld. Und dann haben wir viel zu tun in den nächsten Folgen. Die müssen ja auch vom Feld, die Kartoffeln, sobald sie abgetrocknet sind.
So. Und hier haben wir noch ein Feld. Ja, das sieht ja ganz gut aus. Sprießt fein. Wunderbar. Noch kein Unkraut. Aber das kann sich schnell ändern. Ja. Ja, da kann man nicht meckern. Das sollte man natürlich im Auge behalten. Nicht, dass das heimlich Unkraut kriegt und dann zu schnell das Unkraut wächst. Aber jetzt sieht es aktuell gut aus. Kann man dann vielleicht morgen schon ernten? Das wäre doch toll. Gut, ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.